Auf zur Hexe, wir stürmen heute ihre Burg, ihren Turm oder deren Schwestersturm. Ich weiß es nicht. Wir müssen zum Sumpfgebiet. Da ist, da führen die Spuren dieses Bohrers hin. Hier sieht man das. Die müssen wir, haben wir schon das ganze Spiel über gefolgt und die gehen bis nach da oben. Da oben mussten wir die 9. Aufgabe von Pocello erledigen. Allerdings fehlten uns da die Plopschuhe. Und die Plopschuhe müssten hier irgendwo stehen. Wahrscheinlich hier am Ende. Genau. Auf zu Grunty. Grunthilda und ihren Schwestern. Und stoppen sie, bevor sie noch mehr Schaden anrichten kann. Genau hier war das. Cordwyn keeps secret exit. Hier ist noch ein Schalter. Mal sehen. Sollte eigentlich nichts. Ja, gut. Ja, okay, das ist einfach nur ein verbesserter Weg nach oben. Und wir gehen zum Turm. Der Hexenkesselkerker. Ein Teleporter. Und zwei Schalter. Und wir kommen dann nicht rüber ohne die Moves, die wir gelernt haben. Und Kazooie kommt nur mit ihrer Flügel weiter. So öffnet sich wenigstens schon mal die Brücke. Aber wie kommen wir durch dieses Gitter? Hier scheint der Bohrer reingefahren zu sein. Und hier hinten gibt es noch einen Schalter für Banjo und Kazooie zusammen. Der Minjo ist unwichtig. Wir haben ja eh schon alle. Es sollte hier eh nichts mehr geben. Wir haben ja alles, soweit ich weiß. In den Statistiken müsste jetzt... doch, das wird angelegt als neue Welt. Es sollte hier aber nichts sein, hoffe ich. Ich hoffe, ich mache jetzt alles richtig. Wir gehen einfach... Ja, wir gehen einfach rein. Hier außenrum gibt es eh nichts. Kerkerlobby. Hey, Kazooie, es scheint niemand hier zu sein. Und ab... Die Musik hat sich geändert. Immer wenn das passiert, endet das mit einem Kampf. Ja, Klungemoferen, Grunty verteidigen. Ich weiß gar nicht, welche Stimme ich kriege. Die in einer Berufskrise. Lernst du es denn nie? Klunge klug, hat viel gelernt, hat neuen Trank. Ich glaube, wir bekommen jetzt den einfachsten. Ist er so nutzlos wie all die anderen? Ja. Klunge denkt nicht. Move, die wirf mal gewinnen. Vom Fern verfüttert mich an Monster. Wir haben, glaube ich, die schwerste Strecke schon gehabt. Und das ist ja bei jedem Spiel anders. Ach nee, ist der Unsichtbarkeitstrank. Das heißt, den einfachsten hatten wir. Das war Zufall. Das war Glück. Ah ja, jetzt ist das die schwierigste Form, aber... Meiner Meinung nach schwierig. Wie können wir den nochmal sehen? Trank verrät Klunges Position. Das ist doch nicht der einfachste. Das ist sogar schwierigste, glaube ich. Okay, wir müssen warten, bis der Trank seine Position verrät. Da.
Das war schon, komm. Hätte ein paar Treffer mehr ausgehalten, wäre spannender. Klungo fällt etwas fest nach Kämpfen mit Bär und Vogel. Und das wäre? Klungo wird immer heftiger. Frau Klungo mag mich jetzt nicht mehr. Klungo hat genug. Und ist bisher auch nie wieder aufgetaucht, soweit ich weiß. Schraube locker zählt nicht. Mit Herrn Grunty fällt die Zukunft nicht ruhig auf. Keine Aufrichtung auf Beförderung. Keine Freiheit. Keine Bestrafung. Klungo fühlt sich... Vielleicht erfindet blöde viele. Diese ganzen Äste, die verwirren mich. So, unsere Energie auf 5 und dort sind wir gekommen. Also gehen wir weiter. Wir haben ja eh keine andere Wahl. Es gibt nur den einen Weg. Ach ja, der Tragödienturmquiz. Das Tragödienturmquiz. Danke, vielen Dank. Ich bin Grunty, eure Gastgeberin. Herzlich willkommen zu meinem Tragödienturmquiz. Dann erkläre ich euch erst einmal die Regeln. Wer in den 3 Runden mit Fragen zum Allgemeinwissen die niedrigste Punktzahl erreicht, wird eliminiert. Richtig antworten zählen 2 Punkte. Wird eine falsch beantwortet, Frage eines Mitstreiters von einem anderen richtig beantwortet, erhält man dafür einen Punkt. Eine falsche Antwort gibt 2 Punkte Abzug. Drückt B, um den Summer zu betätigen. Und A, wenn ihr antworten könnt. Kommen wir also zu unseren heutigen Opfern. Ich meine natürlich Wettstreitern. Zur Linken begrüßen wir meine hinreißende, schlanke Schwester Mingella. Zur Rechten sehen wir meine liebliche, wohlgeformte Schwester Blobelda. Und in der Mitte irgendein lausiger Bär namens Banjo. Eine Mene Mu. Beginnen wir mit Runde 1. In was wird Banjo von Humba Wumba nicht verwandelt? In ein Krokodil, natürlich. Lass dich gelten. Ja, wie auch im ersten Teil gibt es hier auch ein zweiten Teil zum Ende ein Quiz. Schaut euch die Tafel an. Das ist Boggys Iglo. In der 7. Welt. Welche Farben hatten die Pettdecke eben? Rot und Orange und Rot. Nee, hä? Nicht schlecht. Was sieht man im Hintergrund des Quiz-Logos dort drüben an der Wand? Mich und meine Schwestern einen Blitzschlag. Lass ich gelten, ich habe geraten, sorry. Welche Farben hat der Elektromagnet in der Grunty GmbH? Rot und weiß. Lass ich gelten. Wie schwer ist das Gewicht über euren blöden Köpfen? Ist das euer Ernst? 1 Tonne. Gut geraten. Hier ist eine Szene aus dem Spiel, okay. Es können auch andere Sachen als nur Welt und sonst was. Rot, grün, blau, das ist Grunty, das ist die 3. Welt. Welches der 3 Matze hatte nicht die Glee? Ich hätte vielleicht, okay, man muss die Frage zu Ende. Wem gehörte der Spind in dem Lagune, dem, Davy Jones? Na gut. Wie heißt der riesige Anglerfisch in Jolly Rogers Lagune? Das weiß ich. Herzog... Fürst von Fuck-Fuck. Lass dich gelten. Wie wird Herr Flicken bei seinem ersten Auftritt bezeichnet? Aufgeblasener Möchtegern-Dino. Na gut. Wie heißt der Endgegner in der Grunty GmbH? Der heißt Tigler. Kann ich mich gut erinnern. Nicht schlecht. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Ja.
Ja. Ach so. Sie wusste noch nicht mal die Frage, sie hat auch geraten. Welchen Zauber wendet Momo und Wolkenwonderland an? Ich hab B gedrückt, komm. Regentanz. Lass ich gelten. Sieht auf den Bildschirm. Ach, das ganze Quiz geht noch 30 Sekunden. Ja, das ist die zweite Welt. Klosmina, Guff Beans. Welche Farbe hat der Helm der Ratte auf dem... Weiß ich nicht, orange? Nee. Er ist ein anderer. Okay, dann versuchen wir es. Wir haben nur rosa, gelb, rosa, gelb, rosa, gelb, rosa... Ich kann mich... Gelb. Arsgeier. Ich kann mich nicht sonst rosa erinnern. Womit bewegt man sich im Wolkenwonderland fort? Es ist, Blumen. Lebt da ein anderer? Ja, hier. Mit Blumenbomben. Trotzdem nur einen Punkt. Runde 1 ist beendet. Schwesterchen Miguela hat offenbar einen neuen Rekord an Dämlichkeit aufgestellt. Mit dem hoffnungslosen Punktestand von 2. Und tschüss, Minji. Minji. Matsch bist du. Zeit für Runde 2. Wie heißt der Dinosaurier, der im See innerhalb des... Keine Ahnung. Stinkosaurus. Das konnte ich jetzt an den Namen feststellen, nicht am... Ja. Ich schätze, da gibt es einen Punkt. Seht auf dem Bildschirm. Grunty GmbH, Ventilator, rot-grün, dreht sich nach links. Wie viele kleine Ventilatoren waren zu sehen? 4! So meint man. Nee, hä? Kleiner? Egal. Seht auf dem Bildschirm. Schon wieder Boggy, rot-orange, ein Schneemannbild, die trägt rosa, er rot. Wie viele Leute leben hier? Insgesamt 5. Gut geraten. Schaut euch diese Szene an. Oh Gott. Mhm. Ich kann da nicht so viel draus erfahren. Welches Monster hatte keine Zähne? Das Blaue, also lass ich gelten. Ich wusste es gerade nicht. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Ja. Die erste Welt, wo ich immer den Namen vergesse. Eine Brücke. Wie viele Planken hast du gesehen? Was ist das für eine Frage? Verdammt, ich muss sie überholen. Sie ratet, Mann. Wie viele Sterne führen im Sternenkreise von der Exis-Packer hoch zu dem... Ach das. Ich musste gerade überlegen, was sie meinte. Seht auf dem Bildschirm. Oh nein, ich will, dass sie verliert. Ich habe noch 64 Sekunden. Ich muss jetzt... Bücher. Ich weiß nicht, welche Welt. Das ist Bottets Haus. Was ist gesagt? 4 Regale. Circa 108. Circa 135. Na gut. Welche Hilfe erhält Benjo vom Zorro Cheeto? Er versteckt Cheats, er verteilt, er verschenkt Momos Magie. Er versteckt Cheetos. Hä? Er verschenkt Cheetos. Cheats. Oh Gott, seht auf den Bildschirm. So, Punktstand habe ich ausgeglichen. Oh Gott, der links hat gelbe Augen, 4 Zähne, rechts hat keine Zähne, hat aber dafür Schneckenaugen. Welche Farbe hatte die drei Monsterköpfe? Von rot, grün und lila, grün, blau und rot. Du Besserwisser. Seht auf den Bildschirm. Today's Special is 30 Dumplings, $3, Totten Savoy, $4, Siemens Surprise, habe ich nicht gesehen. Irgendwas mit 5. Wo kann man das sehen?
In Jolly Spelunke. Gott sei Dank eine einfache. Okay, gut, wir haben aufgeholt. Schaut euch diese Szene an. Letzte Frage. Das ist Grunty. Ja, sehr synchron, sehr symmetrisch. Das ist das Spiral Mountain. Ich habe mich viel besser in diesen Küster gestellt als im ersten Spiel. Offenbar hat auch Schwesterchen Bobel dagegen diesen dummen Bär versagt. Hier ist dein Trostpreis, Blobby. Hör jetzt gut zu, Dumpfbacke. Ich ändere die Regeln für die letzte Runde. Damit es schwerer wird, werde ich euch die Antworten erst zeigen, wenn ihr den Summer betätigt. Wenn ihr die Antwort nicht wisst, dürft ihr Z drücken und die nächste Frage hören. Ihr müsst einen netten kleinen Punktestand innerhalb der vorgegebenen Zeit übertreffen. Ich wünsche euch herzlich alles Schlechte. Los geht's! Kann ich Pause drücken? So, Leute, ich bin der Partier. Wir sehen uns gleich morgen wieder bei dem anderen Teil des Quizzes und vielleicht noch ein bisschen mehr. Wer weiß. Bis dann. Ciao.